Für den Handwerker klingt das doch wie Musik in den Ohren. Die X-Log-Aufnahmen von Bosch überzeugen durch eine extrem schnelle Montage der Trennscheiben. Hey Handwerker, willkommen in der Tool Group. Klassiker gegen Neuheit, darüber streiten sich doch oft die Geister. Wie schneiden die herkömmlichen Trennscheiben im Vergleich zu den X-Log-Trennscheiben ab? Die Antwort auf diese Frage löst unser Tool Group-Profi Markus, a.k.a. der Fliesenleger für euch. Markus, let's go! Vielen Dank, Volker, und hallo zusammen. Mein Name ist Markus, auch bekannt als der Fliesenleger. Heute mal ein bisschen ungewünschtes Bild, heute mal nicht von der Baustelle, sondern aus meinem Keller raus. Guckt euch bitte nicht um, es ist alles noch ein bisschen Baustelle. Ne? Wir haben heute ein schönes Thema, und zwar vergleiche ich zwei Winkelschleifer. Im Prinzip ein und dasselbe Modell mit einer Ausnahme, und zwar die Aufnahme der Trennscheiben ist eine komplett andere. Und das ist ein sehr spannendes Thema, weil die Aufnahme der anderen, des anderen Winkelschleifers ist einfach überragend. Ne? Also mich schaut das Ding um. Ich erkläre euch das Ganze. Ich erkläre euch, was die Bezeichnung von den Maschinen verrät bzw. bedeutet. Und zeige euch die verschiedenen Trennscheiben, wie man damit schneidet. Das Ganze erfahrt ihr jetzt. So ihr Lieben, wir starten als erstes mit dem normalen Winkelschleifer. Das sind alles Akkuvarianten. Beide sind Akkuvarianten. Ich erkläre euch jetzt als erstes mal die Bezeichnung. Wir haben hier GBS 18V-7. Das G, alle Professional, also Bosch Professional, man spricht auch von Bosch Blau. Es gibt Bosch Grün und es gibt Bosch Blau. Alle Bosch Blau-Geräte, die Professional-Serie so genannt, haben das G am Anfang. G steht für gewerblich. GWS steht also für gewerblicher Winkelschleifer. Die 18V dahinter steht für 18 Volt und die 7 gibt immer 1% der Wattzahl an. Das bedeutet also, hier ist eine 700 Watt Maschine. Wir öffnen das Ganze jetzt mal. Ich habe sie selbst noch nicht geöffnet, wie man sieht. Hier sind jetzt keine Akkus dabei, weil ich in der anderen Maschine Akkus dabei habe. Wir haben hier im Prinzip ganz normalen Winkelschleifer mit einer ganz normalen Aufnahme. Aufnahme ist das hier, wo die Scheiben montiert werden. Das Ganze sieht dann im Prinzip so aus. Wir holen mal den Koffer zur Seite. Was liegt da drin? Wir haben einmal diesen Unterlegring, der kommt immer hier drauf. Bevor eine Scheibe montiert wird, kommt dieses Teil da drauf. Als nächstes würde die Scheibe kommen. Ich nehme mal hier eine Trennscheibe raus. Ich habe ja hier ein Paket. Wir reden hier von einer Metalltrennscheibe. Ganz kurz gesagt, wie rum man die montiert, da scheiden sich echt die Geister. Auf diesen Metallscheiben ist keine Laufrichtung angegeben. Von daher ist die Montage im Prinzip egal. Es gibt welche, die sagen, der Metallring muss immer zum Gerät. Andere montieren. Ich persönlich montiere sie immer so. Sag ich euch ganz ehrlich, ob das jetzt richtig oder falsch ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich montiere sie immer so. Also, das heißt, die Scheibe kommt dann hier drauf. Wir haben hier diesen Ring und der wird dann da drauf geschraubt. Und dann hat man dazu, hier hinten gibt es den Knopf. Dieser Knopf wird festgehalten. Damit sperrt ihr im Prinzip dieses Teil und könnt einmal mit diesem Schlüssel das Ganze nachziehen und fest. So wäre jetzt die Standard, also GWS. Ganz normaler, der gewerbliche Winkelschleifer wäre jetzt die Scheibe montiert. Ihr habt hier hinten habt ihr noch einen Hebel, um das Schutzblech zu justieren. In welche Richtung, gibt ja Links- und Rechtshänder. Na, und das ist im Prinzip schon alles zur Montage, zu dieser Flex, sage ich immer, zu diesem Winkelschleifer. So, ihr habt jetzt gesehen, ihr habt das Ganze montiert mit diesem Ring, mit diesem Schlüssel. Ist natürlich immer relativ umständlich, wenn ihr die Scheibe wechseln wollt. Ne? Das bedeutet, ich zeige euch jetzt noch, was eine extreme Erleichterung ist. Moment, wir machen das Ganze nochmal auf. So, dann gibt es dieses schöne Teil. Das ist ein Schnellspannverschluss. Das bedeutet, ihr braucht diesen Schlüssel nicht mehr und ihr braucht diesen Ring nicht mehr. Das Ganze kann zurück hier rein, denn ihr habt jetzt diesen Schnellspannverschluss und das erspart euch sehr viel Zeit und Arbeit. Das bedeutet, ihr macht die Scheibe drauf, wie gehabt. Hier ist noch so ein kleiner Plastiknippel drin. Dieser Nippel, der dreht sich jetzt automatisch mit raus. Ne? Das heißt, ihr haltet das fest. Ihr seht, zack, der Nippel ist weg. Und dann könnt ihr halt einfach nur, zack, festziehen. Und dann ist das Ding fest. Also das heißt, das reicht vollkommen, das mit der Hand festzuziehen. Weil das ist ein Schnellspannsystem. Das heißt, das zieht sich von innen selbst fest. Da ist wie so eine Art Federung mit drin. So, und zum Lösen einfach wieder hinten den Knopf drücken. Lösen und die Scheibe ist gelöst. Das wäre jetzt das. Diese zwei Möglichkeiten habt ihr bei dem ganz normalen GBS, bei dem ganz normalen gewerblichen Winkelschleifer. Übrigens, kleiner Effekt noch am Rande. Die grüne Bosch-Serie hat immer den Anfangsbuchstaben P. P steht nicht für privat. Die meisten Leute sagen privat dazu. Aber P steht eigentlich für professionell. Ne? Was eigentlich ein bisschen ja, komisch ist, weil ja die blaue die Professional-Serie ist. Aber
Ja, die meisten sagen einfach, unterscheiden zwischen Bosch Grün und Bosch Blau. Ne? Bosch Blau sind natürlich die gewerblichen, deswegen dieses G immer am Anfang. Und die Bosch Grün P, deswegen kürzen die Leute oder sagen die Leute immer privaten Bereich dazu. Jetzt hab ich euch die Funktion hiervon erklärt und gezeigt und auch den Aufbau bzw. die Montage von der Scheibe. Jetzt kommen wir einmal zu dem GBX und ich sage euch, was das X in diesem Namen bedeutet. So, kommen wir also jetzt zu GBX 18V7. Hier unten steht's. GBX 18V7. Hier wieder genau dasselbe, da steht für gewerblich, Winkelschleifer. Und X bedeutet in diesem Fall die Aufnahme, weil wir haben hier eine X-Lock-Aufnahme. Und diese Aufnahme ist sehr, sehr cool, weil das relativ flott vonstatten geht. 18 Volt, natürlich wieder 7, wieder 1% der Wattzahl, also 700 Watt. Ist identisch dasselbe Gerät, nur mit einer anderen Aufnahme, wie ich eben schon erwähnt habe. Die ist jetzt schon ein bisschen dreckig, weil ich habe die schon mal für ein anderes Video benutzt. Deswegen bitte nicht wundern. So, und wie ihr seht, seht ihr hier direkt einen großen Unterschied. Und das ist diese Aufnahme. Im Vergleich dazu hole ich mal gerade nochmal die andere. Also ihr seht ganz klar Unterschied. Einmal mit einer Scheibe, wo noch hinterlegt werden muss und festgezogen wird. Das hier ist jetzt dieser Standardverschluss und nicht der Schnellspannverschluss. Und einmal haben wir davon gar nichts mehr. So, was hat es damit auf sich? Das zeige ich euch jetzt. Und zwar, die Standardscheiben sehen so aus. Ganz normal Kreis, das bedeutet, habe ich euch ja eben gezeigt, werden hier drauf montiert. Die neuen Scheiben für das X-Lock-System von Bosch sehen allerdings so aus. Und das hat den Vorteil, dass ihr einfach nur noch hingehen müsst, wie ihr im Intro schon beim Volker gesehen habt, klack, und die Scheibe ist montiert. Das ist einfach eine feine Sache und die ist fest, die fliegt nicht weg. Das ist ein super System, das ist wirklich ein super System. Und zum Wechseln der Scheibe habt ihr hier den Hebel, das heißt, ihr hebt den hoch und die Scheibe ist draußen. Und das ist richtig cool. Ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt und habe geguckt, okay, wo ist der Haken? Dann sind vielleicht die Scheiben teurer oder die Bohrkronen. Ich zeige euch einmal gerade einen Bohrkronenvergleich. Das hier wäre jetzt einfach einmal eine Standardbohrkrone mit einem Schraubgewinde, Trockenbohrkrone, weil wir Fliesenleger natürlich sehr oft und sehr häufig benutzen. Und das hier ist eine Bohrkrone für das X-Lock-System. Das heißt, das Gewinde fällt weg. Ihr habt im Prinzip so, klack, und die Bohrkrone ist fest. Und ich habe mich damit beschäftigt und dachte, okay, vielleicht sind dadurch dann die Bohrkronen teurer, die Scheiben teurer, aber dem ist nicht so. Also ich habe dann verglichen, die Bohrkrone, 68er Bohrkrone für Steckdosen und Lichtschalter zum Beispiel auszusparen. Im X-Lock-System kostet genau dasselbe wie die mit Gewinde. Ne? Das heißt, ihr habt lediglich in der Anschaffung ein paar Mehrkosten und so wie ich das gesehen habe, ist das noch nicht so viel. Ich glaube, wir reden hier von 10, 20 Euro Unterschied zwischen Normal und X-Lock. Also ich würde mir dieses X-Lock-System definitiv zulegen, weil es einfach viel, viel schneller geht. Gerade wir als Fliesenleger, wir wechseln oft die Bohrkronen, müssen sehr, sehr oft die Bohrkronen wechseln. Verschiedene Löcher in den Badezimmern, das heißt zum Beispiel Steckdosen, ihr habt Armaturen, ihr habt Halterungen, Gewindestäbe von den Toiletten, wir müssen immer wechseln. Dazu dann noch die Wechsel zwischen Diamantscheibe und Trennscheibe für Schienen zu schneiden. Und da ist das natürlich ein absoluter Traum. Da geht wirklich nichts drüber. Vom System her, vom Aufbau her ist es sonst identisch. Auch von der Kraft her ist es identisch. Hier habt ihr auch wieder euer Ring um dieses. Und das läuft alles sehr, sehr geschmeidig, muss ich sagen. Hier gibt es keinen Haken, kein Klemmen. Also das geht alles wirklich sehr, sehr geschmeidig. Qualitativ wirklich on point, das muss man einfach sagen. Genau, und jetzt kommen wir mal zum Praxistest. Ich zeige euch mal mit dem X-Lock-System. Im Prinzip ist es egal, sage ich euch ehrlich, weil ihr habt dieselben Scheiben. Ne? Es gibt da keinen Unterschied zwischen X-Lock-Trennscheibe oder Standard-Trennscheibe, außer halt, wie gesagt, die Aufnahme. Von daher zeige ich euch jetzt so mal den Praxistest mit einem Gerät. Dann seht ihr mal, wie das Ding läuft. Dann könnt ihr euch eure eigene Meinung bilden, welche von diesen Geräten cooler ist. So, meine Lieben, wir kommen jetzt mal zum Praxistest mit dem wunderschönen Gerät, und zwar der GBX. Dazu holen wir uns jetzt mal einen Akku raus. Auch ganz cool bei Bosch, ihr habt hier hinten immer eine Akkuanzeige, ne? Dass ihr seht, wie viel Akku habt ihr noch. Also mittlerweile haben das eigentlich schon die meisten Maschinenhersteller. Die Maschine hier, die liegt sehr, sehr gut in der Hand. Die hat einen schönen, dünnen Griff. Also die liegt wirklich super in der Hand. Wir fangen einfach mal mit dem lautesten an, das ist jetzt eine Fliese. Die schneidet man mit Diamantscheiben. Diamantscheiben sind Stahlscheiben, auf die Diamanten gelötet oder geschweißt werden. Natürlich keine echten Diamanten, gell? Wir reden hier von maschinell hergestellten Diamanten, weil ansonsten wären die Dinger einfach unbezahlbar. Das ist, denke ich, jedem klar. Diese braucht ihr auch für Fliesenmaterial oder keramisches Material zu schneiden. Genauso wie halt auch bei den Bohrkronen, da sind auch immer Diamanten drauf. Ihr seht einen Unterschied
zwischen gutem Material und schlechtem Material. Und zwar liegt der Unterschied einfach in der Verarbeitung schon bei der Produktion. Wie gut diese Diamantkörner verschweißt sind oder draufgelötet wurden, das gibt einfach die Haltbarkeit und Langlebigkeit von so Bohrkronen vor. Ich habe bisher mit Bosch-Maschinen, mit Bosch-Bohrkronen, mit Bosch-Diamantscheiben super Erfahrungen gemacht. Also ich habe heute noch Bohrkronen, die ich bestimmt schon seit 2 Jahren habe. Die sind nicht immer im tagtäglichen Einsatz. Die benutze ich eher, wenn ich so für mich hier bei mir im Keller oder so daheim was arbeite, aber die laufen immer noch rund und die gehen immer noch durch. Das ist absolut gar kein Problem. Wir starten jetzt einfach mal mit der Bohrkrone, machen mal ein schönes Loch da rein. Wie immer, zieht euch Ohrenschützer an. Am besten erst die Schutzbrille, sonst kriegst du die mal dazwischen und Schutzbrille an. Weil das Ding das splittert, ihr wisst ja, wie das ist. Deswegen Schutzbrille, Ohrenschützer und dann kann man loslegen. Das wär's schon. Jetzt habt ihr im Prinzip einen wunderschönen Ausschnitt für eine Steckdose. Das ist eine 68er Bohrkrone. Hier kommt nachher der Steckdoseneinsatz drüber und dann sieht das wunderbar aus. Ist super durchgegangen, ihr habt es gesehen, immer schön kreisende Bewegung. Habe ich euch in meinem vorherigen Video schon, wie man Schalter und Steckdosen ausspart, erklärt. Ihr habt gesehen, super easy. Dasselbe mache ich jetzt natürlich nicht mit der Standardflex. Es ist halt einfach dasselbe. Wir haben im Prinzip genau dasselbe, nur diese Aufnahme ist halt was anderes. Deswegen ist es jetzt im Prinzip uninteressant, dasselbe nochmal mit einer anderen Flex zu machen, beziehungsweise mit der Standardaufnahme. So, das wäre jetzt einmal die Fliese gewesen. Diamantscheibe geht genauso. Kann man auch einmal machen. So, wir klacken die wieder drauf. Zack, da habt ihr wieder gehört, wie schön sich das anhört. Schutzbrille wieder an. Jetzt haben wir unser wunderschönes Loch zerschnitten. Aber ihr seht, alles kein Problem. Mit den richtigen Scheiben und den richtigen Maschinen läuft halt alles super butterweich und ist einfach ein Genuss. Also ich glaube, jeder Handwerker gibt mir da recht, wenn ihr gute Maschinen und gutes Material habt, dann ist das einfach ein Genuss, damit zu arbeiten. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal Baumarktzeug verschafft, sei es im Material oder halt auch von den Maschinen her. Und die Profigeräte kommen da einfach, beziehungsweise die Baumarktprodukte kommen da einfach nicht dran. So, ihr Lieben, wir kommen jetzt zum nächsten. Und zwar schneiden wir eine Edelstahlschiene. Wichtig zu wissen, für mich ist wichtig, dass die Flex eine Drehzahlregulierung hat, um Edelstahlschienen zu schneiden, weil die sonst gerne mal anlaufen. Das heißt, die verfärben sich an der Schnittkante und das ist nicht immer so schön. Drehzahlregulierung wird auch bei Bosch gekennzeichnet. Dann habt ihr immer hinter diesem, wenn ihr jetzt zum Beispiel die GBX 18V 7 habt, steht dahinter noch ein S und das S steht für Speed Control. Dann wisst ihr, okay, das ist eine mit Drehzahlregulierung. Haben wir hier nicht, also machen wir jetzt ohne. Zieht euch wieder, Ohrenschützer gut brauche ich jetzt nicht, das ist jetzt nicht so laut, aber Schutzbrille unbedingt anziehen. Wenn ihr mal so ein Metallsplitter ins Auge bekommt, könnte böse enden. Das heißt, Schutzbrille wieder an. Und schon haben wir eine geschnittene Schiene. Also ich muss sagen, obwohl hier jetzt nicht die Drehzahlregulierung ist, schneidet die sehr sauber. Also die ist jetzt nicht so schnell, dass die da große Verfärbungen anrichtet. Da ist übrigens eine Edelstahlschiene gebürstet, eine ganz normale Winkelschiene, eine sehr, sehr schöne Schiene, die sehr häufig auch als Kantenschutz benutzt wird und einfach dem ganzen Fliesenbelag nochmal so einen edlen Touch gibt. Also mir gefällt die sehr, sehr gut. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Eine Sache noch, diese Trennscheiben, das sind kunstharzgebundene Scheiben. Also die werden aus Kunstharz hergestellt mit einem Glasfaserkern oder mit einem Glasfasergewebe im Kern. Ihr kennt bestimmt alle die Videos oder haben viele von euch bestimmt schon mal gesehen, wo die Leute da stehen mit einer Schutzbrille und da steckt die halbe Scheibe davon drin. Ich bin dem Ganzen natürlich mal auf den Grund gegangen und das ist ein Fake. Gell? Ich habe mal gesehen, wie so ein Video hergestellt wird. Die schneiden hier einen kleinen Schnitt rein, zerbrechen die Scheibe und stecken die da rein und machen dann so, als wäre die Scheibe zerplatzt. Nichtsdestotrotz kann sowas passieren. Gell? Also mir ist das auch schon des Öfteren passiert, dass so eine Scheibe einfach mal platzt. Das ist jetzt nicht so, dass die euch da quer durchs Gesicht fliegt, aber die platzt und das gibt einen guten Knall und dann habt ihr da nur noch ein paar Fetzen hängen und ist schon nicht so geil. Genauso kann es auch mal passieren, gerade bei diesen Edelstahlschienen, dadurch, dass die so gelocht sind, dass die sich mal verkantet. Oder bei U- oder C-Profilen vom Trockenbau hat man halt auch gerne, dass die sich mal verkanten. Und das ist schon nicht gut, gell? Deswegen immer mit Vorsicht so ein Gerät benutzen. Und immer gucken, dass man sowas richtig schön in der Hand
hält und fest in der Hand hat. Als nächstes kommen wir zu dieser Scheibe, noch nie gesehen. Ist auch für X-Lock und soll anscheinend für Holz, Plastik, Nägel und ja, das war's schon. Wir probieren das einfach mal. Ich habe hier noch eine Holzlatte. Also ich würde natürlich Holz niemals mit der Flex schneiden, gell? Aber, sage ich euch auch ehrlich, oft, wenn wir zum Beispiel Treppen machen, dann setze ich mir oft, wenn ich meine Treppe mache, beziehungsweise vorher den Estrich auf den Stufen mache, setze ich mir immer ein Holz vorne hin, worüber ich meinen Estrich abziehen kann. Und du findest immer ein Holz auf der Baustelle, aber das muss gekürzt werden. Bisher, wenn ich keine Säge zur Hand habe, habe ich es immer hier mitgemacht, mit der ganz normalen Trennscheibe. Das geht, fängt aber an zu stinken, ne, und verbrennt mehr, als dass es schneidet. Und dafür wäre so eine Scheibe eigentlich ganz cool. Und deswegen probieren wir das jetzt mal, ob das funktioniert. Hier würde ich wieder genauso machen, beziehungsweise wichtig, hier genauso zu machen, wie da setzt man die auch andersrum drauf. Tatsächlich. Schutzbrille anziehen, weil Holzsplitter im Auge könnten auch wehtun. Ja, das ist ja krank, ey. Das ist verrückt. Die geht durch wie Butter. Ich hatte sowas noch nie. Ich habe so eine Scheibe noch nie getestet. Faszinierend. Ich sehe zwar jetzt nicht mehr so gut aus, aber da ist echt cool. Also ich, für meine Begriffe, ich werde es wahrscheinlich nicht so häufig brauchen. Aber ich denke, es ist nie verkehrt, sowas einfach im Auto oder in der Kiste liegen zu haben. Weil haben ist besser als brauchen, gell? Das ist ja bekannt. So, was haben wir noch? Als letztes machen wir diese Scheibe. Das ist eine, ja, so eine Schruppscheibe, so eine Schleifscheibe. Brauchen wir tatsächlich gar nicht. Ne? Das ist eher so für, ich weiß gar nicht, ob Metallbauer sowas benutzen, um Schweißnähte abzuschleifen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir brauchen sie tatsächlich gar nicht. Das Einzige, wofür ich sie tatsächlich gebrauchen kann und auch öfter mal nutze, ich habe nämlich auch so eine zu Hause liegen, ist, das ist jetzt natürlich ein bisschen zweckentfremdet, viele werden wahrscheinlich auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber wir haben hier Werkzeug, was nicht mehr ganz so sauber ist. Ein Kletter oder eine Zahnung oder eine Traufe. Und damit kann man die wunderschön putzen. Das heißt, wieder Schutzbrille an, Ohrenschützer. Und gib ihm. So kann man die dann wieder ein bisschen herrichten. Ist natürlich nicht dafür gedacht, das ist mir klar. Aber wie gesagt, wir brauchen diese Scheiben nicht, deswegen kann ich nicht viel mehr dazu sagen. Genau, ich habe euch das jetzt alles gezeigt, dieses X-Lock-System. Wie gesagt, das Ganze gibt es natürlich bei diesem Gerät, das ist, habe ich ja jetzt schon zweimal, glaube ich, erwähnt, das identische Gerät, nur mit einer anderen Aufnahme. Das bedeutet, alle Scheiben, die ihr natürlich als X-Lock bekommt, bekommt ihr auch als normale Aufnahme. Ne? So, ihr Lieben, ihr habt jetzt einen Praxistest gesehen, ihr habt die Bezeichnungen kennengelernt und die verschiedenen Geräte kennengelernt. Beide Maschinen sind top, gell? Die liegen beide gleich in der Hand, ihr habt dieselbe Leistung, ihr habt einfach nur eine andere Aufnahme. Aber dieses X-Lock-System ist einfach ein sehr, sehr ausgeklügeltes System. Das hat Bosch richtig geil hingekriegt. Ja, die Entscheidung liegt im Endeffekt bei euch. Dadurch, dass die nur in der Anschaffung ein bisschen mehr kostet, aber die Scheiben und die Bohrkronen identisch sind von den Kosten, bin ich Team X-Lock und X-Lock hat für mich super abgeschnitten. Wie gesagt, beide gleich, aber das ist einfach vom System her sehr geil. In diesem Sinne, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet ein bisschen was aus dem Video lernen oder mitnehmen. Ja, schreibt in die Kommentare eure Anregungen. Eure Verbesserungsvorschläge vielleicht auch für das nächste Video. Und dann freue ich mich wieder, ein Video für euch zu machen. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Ich gebe wieder ab an Volker. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Fliesenleger. Ciao. Na, der X-Lock kann doch was, oder? Vor allem ist er sicher und super einfach zu bedienen. Und was für euch super einfach ist, ist einen Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro für unseren Tool Group Shop zu gewinnen. Was müsst ihr dafür tun? Nicht viel. Einfach nur dieses Video liken, kommentieren und unseren Tool Group Kanal abonnieren. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal. Join the group.